wir sind jetzt im Herbst. Ach hier. Hallo, ich denke, Sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Ja, tönt jetzt mal einfach, ne? Sammlung, Ausrüstung. Da haben wir was noch zu identifizieren. Nein. Stufe 23, also das ist sogar noch besser, als wir aktuell sind. Oh. Na, hallo. Lass uns den tragen. Eins. Den kann man sogar an. Oh, da, da, da. Will ich noch was verzaubern? Ja, den hier. Jetzt im Herbst ist es schon sinnvoller, einen Schal zu tragen. Einen Hut. Ich finde es immer witzig, wenn man dann so als Ritter durch die Gegend rennen kann. Gut, also die Hüte. Sorry, aber die gefallen mir immer noch nicht. Und wir haben nur 500. Ich muss mal bereite dich auf die Suche nach dem letzten Hüter vor. Jo, ne? Übe in der Nähe der Zinnen zu fliegen, übe in der Nähe des Cambridge-Turms das Fliegen. Ach, das ist mit dem Flussgras. Genau. Was habe ich jetzt übersehen? Ah, die Besenverbesserung ist jetzt wahrscheinlich verfügbar. Da habe ich ja alle. Gut, ich schau mal durch. Nein. Nein. Da habe ich ja bis jetzt alle. Ja, also wenn ich... Naja, ein kleiner Bug. Ich sollte Sirona in den drei Besen nach dem Kobold fragen, mit dem sie am Tag des Trollangriffs gesprochen hat. So, mal schauen, was unsere Schulkameraden jetzt zu sagen haben. So. Ja. Mal schauen. Gut, also hier haben wir nichts zu bereden. Dann gehen wir doch mal nach draußen. Ah. Hallo, wie schön. Super. Ich mache Fortschritte mit diesen Marken. Yep. Jetzt fehlen uns noch 4 Stück. Jetzt mal. Was
Was haben wir in der großen Halle? Aha. Der sitzt beim Bootshaus. Ja, komm, machen wir doch zuerst die Nebenaufgabe. Mal schauen, was der will von uns in den finsteren Tiefen. In Form muss ich wirklich schauen, dass ich Aluomora lerne. Warum habe ich nie schwimmen gelernt? Hi. Gehst du schwimmen? Wo denkst du hin? Obwohl ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Was wäre ich für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Du bist eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht, nein. Diese Position existiert im Augenblick noch nicht, aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin übrigens Nerida, Nerida Roberts. Wir sind uns erst einmal begegnet beim Duell bei den gekreuzten Stäben. Ah. Ja, natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du interessierst dich ja sehr für Wassermenschen. Das tue ich auch, denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Und ich finde, wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. Das ist eine sehr seltene Eigenschaft von einem Slytherin. Beeindruckend. Eine tolle Idee, mit den Wassermenschen Kontakt aufzunehmen. Ja, wirklich? Oh, vielen Dank. Natürlich habe ich bisher eigentlich noch gar nichts getan. Ich habe ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht und sie wollten mir auch eines in einer ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Meerisch ist echt knifflig. Ja, das kann ich mir denken. Was hat die Zaubererwelt bezüglich der Wassermenschen falsch gemacht? Nun, wir haben die Wassermenschen trotz der vielen Gemeinsamkeiten zwischen unseren Kulturen stets herablassend behandelt. Kein Wunder, dass sie den Zauberwesen-Status des Ministeriums vor Jahren abgelehnt haben. Wie kann man solche Schönheit und Intelligenz klassifizieren? Mhm. Verstehe ich. Das ist ja ein wenig angelehnt an unsere Klassifizierung bei uns Menschen. Was denkst du, würde eine Kontaktperson der Wassermenschen tun? Oh, vieles. Ich will alles über sie erfahren. Wenn ich erst schwimmen kann, werde ich natürlich mein Meerisch perfektionieren. Und ich würde ihnen alles erzählen, was sie über die Welt der Zauberei wissen wollen. Ich hoffe, dass beide Seiten wachsen können, wenn wir einander besser verstehen. Ja, okay. Was genau interessiert dich so an den Wassermenschen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll sie sind. Die Geschichten über sie sollen sogar bis in die Muggelwelt vorgedrungen sein. Die ältesten bekannten Wassermenschen, die Sirenen, stammen aus Griechenland. Schottland hat die Selkies und Irland die Merrows. Okay. Ich könnte noch ewig über sie sprechen. Ihre prächtigen Unterwassergemeinden, die Domestizierung der Meerestiere, ihre Kunst und Musik. Es ist eine Schande, wie wenig wir sie verstehen. Also, ich kann schwimmen und ich helfe dir gerne. Das würdest du tun? Oh, danke, danke, danke. Sie sollen auf keinen Fall denken, ich würde ihr Geschenk verschmähen. Diplomatie ist ein Drahtseilakt. Oh ja. Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. Was du alles sehen wirst. Eines Tages werde ich es selbst erleben. Das weiß ich einfach. Ja, dann würde ich jetzt aber zuerst mal schwimmen lernen. Weil sonst ist das nun ja sinnlos, ne? Okay. Sag mir nicht dein Unterwasserlevel. Sieh mal an. Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Hier? Ach, hier. Drei Motten, ne? Dann
Jetzt muss ich wieder. Livioso habe ich hier. Expelliarmus hier. So. Expelliarmus! Nein. War ich hier im Fall? Komm, bring! Ja. Genau. Ja. Und wo ist jetzt? Genau. Warte, jetzt habe ich Lumos nirgends. Das. Und noch den. Lumos! So. Und du musst jetzt mit mir mitkommen. Ach, geht nur eine, okay. Protego! Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Mhm. Nein! Bleib doch! Lumos! So, Nummer 2. Und jetzt noch die letzte. Also wenn das wirklich geklappt hat, dann... Aber wahrscheinlich müssen wir gegen den Riesenkragen kämpfen noch zuerst. Und was haben wir hier? Ach nee. Nerida wird sich darüber freuen. Ein mährisches Artefakt. Nice. Also niemand kann sagen, dass die Level nicht abwechslungsreich gestaltet wurden. Also so viel verschiedene Ideen habe ich schon lange nicht mehr in einem Spiel gehabt. So, dann einmal raus. Na komm jetzt. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig. Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Ja. Schön, dass wir gesunde diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad. Wundervoll. Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Persönlich. Vielen Dank. Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Ich muss das unbedingt untersuchen. Jo, dann... Hier haben wir keine Aufgaben mehr. Unterrichtsstunde Tierwesen. Der mondbesessene Hausmeister. Und wir lernen Alohomora. Also ich weiß jetzt ganz genau, welche Aufgabe ich sicherlich jetzt als erstes mache. Weil den Zauber brauchen wir jetzt wirklich dringend. Und ich denke, da können wir viele Rätsel, die wir jetzt noch nicht lösen konnten, dann auch endlich lösen. Na komm jetzt. Ach komm. So, einmal durch. Dann hier rauf. Den habe ich immer noch nicht. Mondbesessener Hausmeister. Ist ein Werwolf? Wer weiß.
So, Hausmeister. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Okay. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Diese hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich Ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben Sie sich durch Ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguys auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Mhm. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Okay. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohomora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz. Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Was hat der gesoffen? Also, Allohomora. So. Allohomora. Ach Gott.
Nutze Kuren E und A und D, um die Funken zu bewegen und die Scheiben zum Drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Dies öffnet das Schloss. Okay. Noch keine Ahnung. Also, Q und E und A und D. Funktioniert das? Jetzt ist... Ah, so. Funktioniert so? Ja. Okay, ich begreife. Ach, sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Hallo, Homura. Jetzt sind wir unaufhaltsam. Ne? Ne? Ah, okay. Das funktioniert ja sehr, sehr gut. Jetzt sind wir unaufhaltsam. Lese ich später. Also die liebe Mirabel. Ach, hier ist auch noch so ein Schlüssel. Professor Fick. Ein Umhang. Ach, okay. Jetzt müssen wir zuerst genügend von den Statuen finden. Okay. Also Autoritätsfiguren sind rot markiert. So. Also, wir haben Spinne 8 plus 5 sind 13, dann wäre beim Fragezeichen der Demigeist für 0. 3 und 2 sind 5, sind 9. Da müssen wir die 9-köpfige Schlange... Genau, dann sollte das funktionieren. Genau. Jetzt sind wir hier oben. Ach, das ist doch die Stelle, als wo man den Kampf um Hogwarts sah. Remus, Lupin und andere die Schule verteidigt haben. Das müsste doch hier oben sein. Der geht jetzt nach unten, genau. Dann können wir hier unten
noch diese Haustruhenmarke sammeln. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es wirklich nervig wird, aber es ist ein leichtes Prinzip. Also, es wird gehen. Ich denke, da gibt es andere Sachen, die nerviger werden. Zum Beispiel solche Schlüssel zu finden. Ach, oder die Mottenrätsel, die können auch sehr nervig sein. Na? Ach, wieder einen zuckenden Finger. Und dann immer eine Sekunde zu spät. So kurz davor, so kurz. Yes! Geschafft! Jetzt haben wir die Marke. Also. Revelio. Wir gehen jetzt weiter nach oben. So. Ja. Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja. Nicht gut? Was für eine Frechheit. Wir sind die besten Schüler auf der ganzen Welt. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Das ist hier? Alohomora. Ah, okay. Ne? Ne? Hier. Dann haben wir das auch schon geöffnet. Sprichst du mit einer Revelio? Ich bin auch Vertrauensschülerin. So. Das Bad der Vertrauensschüler verfügt über eine Wanne in der Größe eines Schwimmingpools, die mit verzauberter Seife und bunten Seifenblasen gefüllt werden kann, sowie über ein wunderschönes Wanngemälde, das eine Meerjungfrau zeigt. Alohomora. Ja. Wo haben wir es hier? Na, hier. So, das ist ja einfach. Nein. Dann gehen wir raus. Haben wir Revelio. So, Boris der Bekloppte. Diese Statue eines verlorenen, dreinblickenden Zauberers, der als Boris der Bekloppte bekannt ist, verwirrt die Schüler von Hogwarts seit Ewigkeiten. Kommt er oder geht er gerade? Steht er am Anfang einer Reise oder am Ende? Wir werden es vielleicht nie erfahren.